Filmo. Filmfakten. 5 Filmfakten über Das Schweigen der Männer und Die Vogelpredigt. Mit Filmemacher Clemens Klopfenstein, Max Rüdlinger, Polo Hoffer und Ursula Andres. Wir zeigen hier unter anderem, wie für Max den Griesgram der Nation mit Polo Hoffer der ideale Partner gefunden wurde. Wie sich Polo National und Ursi National im Film zweimal begegnet sind. Und welchen von Polos Mundart-Hits Nordkoreas Diktator Kim Jong-un am liebsten gesungen hat. 1995. Im Kurzfilm Die Gemmi schickt der Schweizer Filmemacher Clemens Klopfenstein die beiden Zankhähne Max Rüdlinger und Polo Hoffer zum Jahr des Wanderns auf einen Trip in die Berge. Jetzt bin ich fast glücklich. So ein Scheissdreck, ich wollte sagen, kannst nicht mal jammern mit Pfiff. Der Walk-and-Talk-Film kommt an, so dass Rüdlinger 1997 in Das Schweigen der Männer nach Süden weiterwandert und in Ägypten wieder mit Polo National zusammentrifft. Aber eines der letzten Telefone ist gesagt, du seist mit zwei Damen aus Schweden unterwegs. Eine musste ich eben abgeben, gell? Ich in meinem Alter. Jahre später reist das Duo nach Umbrien zu Regisseur Klopfenstein, mit dem sie einen fetten Mainstream-Film drehen wollen. Dazu kommt es nicht. Stattdessen entsteht Die Vogelpredigt. Mit dem Experimentalfilm Geschichte der Nacht macht sich Clemens Klopfenstein bereits in den 1970er Jahren einen Namen als origineller Autorenfilmer. 1981 dreht er Eine Nacht lang Fürland und begleitet danach mit mehreren Filmen die bewegte Jugend durch die 90er Jahre. Eine Nacht lang Fürland ist mit Max Rüdlinger und Christine Lauterburg als Duo Infernale perfekt besetzt. Während 10 Jahren lieben und zanken sich die beiden danach durch zahlreiche Schweizer Filme, wobei Fiktion und Realität jeweils schwer auseinanderzuhalten sind. Du hast dich bürgerliche Karriere verbrösmelt, dann die Vorstellungen von Revolution und Sozialismus, was läuft. Bis verstehst du, ja, aber langsam das Gefühl, es ist dein Problem. Wie bei vielen Jungen der bewegten 1980er Jahre herrscht nach dieser Dekade auch bei Rüdlinger Lauterburg Katerstimmung. Das Paar geht 1992 sowohl im Film Fürland 2 wie auch im richtigen Leben getrennte Wege. Fürland 2 steht 1992 aber nicht nur für Trennung. Zufällig trifft Klopfenstein bei Filmaufnahmen im Bundeshaus auf Mundartrocker Polo Hoffer. Polo Hoffer fällt Klopfenstein als begnadeter Sprücheklopfer auf und so engagiert ihn der Filmemacher als neuen Sparringpartner für den mittlerweile als Griesgram der Nation bekannten Max Rüdlinger. Ich will gar nicht zum Film! Wenn wir jetzt eben eine Kamera hätten, dann könnten wir drehen. Soweit die Füße tragen durch die sibirische Eisbüße, das wäre jetzt doch toll. Nun heißt es, Bühne frei für Max und Polo, die fortan stellvertretend für eine Generation ins Alter kommender Rebellen gegen das System anschwatzen. In Schwung kommt das Duo 1995 im Kurzfilm Die Gemmi, mit dem Clemens Klopfenstein das Walk-and-Talk-Genre begründet. Es ist kein Volk so unzufrieden mit sich wie die Schweizer. Und du bist der Prototyp. Entstanden ist der Film im Rahmen des Europäischen Jahres des Wanderns und er funktioniert so gut, man gewinnt damit im selben Jahr in Saarbrücken den Max-O-Puls-Preis, dass die drei die Wanderung von den Bergen herab in der Ebene weiterführen wollen. Die Idee zu Das Schweigen der Männer ist geboren. Ich dachte, das ist jetzt der richtige Weg. Das geht da vorne ist weit. Spiel- und Fernsehfilme nach Drehbuch hat Clemens Klopfenstein zwar auch gemacht, doch viele seiner Filme entstanden ohne festes Skript. Als einer der wenigen ist Klopfenstein dem Prinzip des Cinéma Gopin treu geblieben. Das heißt, er lässt seine Akteure und Akteurinnen vor der Kamera, hinter der er oft selbst steht, improvisieren. Max Rüdlinger beschreibt das Verfahren so. Wir haben eine ungefähre Storyline, wo es hingehen soll. Die Dialoge aber sind improvisiert, frei aus der Hosensackwärme heraus. Dann heißt es einfach, Kamera läuft und wir müssen drauf losreden. So nach dem Motto, ich habe zwar nichts zu sagen, aber ich sag's jetzt trotzdem. Und wenn gar nichts mehr geht, dann heißt es, mach einfach nichts. Dann machst du auch nichts falsch. Pause.
Aus dem Geschwätz entsteht eine Art Story, die sich ungehindert in alle möglichen Richtungen entwickelt. You're so beautiful. You really look Swedish. I come from Holland. I'm not Swedish. But why did you pretend that you're Swedish? Er flüchte, das hilft auch nichts. So werden neben den klassischen Irrungen und Wirrungen immer wieder auch alltägliche Banalitäten, Witze und aktuelle Ereignisse in die Handlung eingeflochten. Das gibt Klopfensteins Filmen etwas Offenes, Unfertiges, Spontanes. One morning a blonde woke up under a cow. She looks up and says, one of you four have to drive me home. Dass dabei immer viel Wortmüll anfällt, nimmt Klopfenstein willigend in Kauf, springt dabei doch immer wieder das eine oder andere Glanzlicht der absurden Komik heraus. Du erzählst einfach totalen Stuss. Du tust das ganze Problem dermaßen im Kopf intellektualisieren, dass es wirklich nicht mehr lustig ist. So beispielsweise das Wurstsalat-Wortgefecht aus Das Schweigen der Männer. Bei einem Kamelritt der beiden vor die Pyramiden von Gizeh kommt es zum legendär gewordenen Streit. Schützenwürst habe ich eben gern, nicht Servalat. Das war doch kein Servalat. Nein, das sag ich, Wurstsalat. Klopfenstein-Spielfilme bestehen oft zur Gänze aus solch absurd-komischen Dialogfolgen. Deshalb gibt es auch viel zu lachen. Gleichwohl zielen seine Filme immer auch ernsthaft darauf, in diesem Durcheinander zu Glaube, Hoffnung, Liebe zu finden. Ein hoffnungsloses Unterfangen. Immerhin leben wir noch, oder? Wir sind überhaupt, das wundert mich überhaupt, dass nicht mehr Regisseure umgebracht werden. Die Vogelpredigt oder Das Schreien der Mönche gilt als Fortsetzung von Das Schweigen der Männer. Dabei ist Die Vogelpredigt eigentlich nicht ein Film, sondern mindestens drei oder mehr. Die Vogelpredigt reicht weit zurück bis in die Anfänge der 90er Jahre. Damals schreibt Klopfenstein für einen deutschen Privatsender das Drehbuch zu Gothic Horror Story, Der Mondscheinmönch. Deutschland ist angetan, will weiterentwickeln und so beginnt ein mehrjähriger Umschreibeprozess, an dessen Ende Klopfenstein entnervt das Handtuch wirft. Einige Zeit später trifft Klopfenstein auf einem Empfang den Schweizer Hollywood-Star Ursula Andress. Die beiden sind sich sympathisch. Das auch deshalb, weil der Autorenfilmer die Bernerin nicht auf ihre Rolle als Bond-Girl in James Bond jagt Dr. No anspricht. Am Ende des Abends schlägt ihr Klopfenstein vor, bei ihm in Umbrien die Mutter Gottes in eine Szene aus Der Mondscheinmönch zu spielen. Andress sagt zu. Diese Szene ist schließlich der einzige Teil des Mondscheinmönchs, der realisiert wird. Das müssen wir da fertig machen. Ineinander, durcheinander, übereinander, so wie es die Art von Klopfenstein ist, integriert er die Madonnenszene später in die Fortsetzung von Das Schweigen der Männer. Was zunächst als weiterer Walk-and-Talk-Film mit Max und Polo geplant war, geht mit der Andres, die den beiden Wandervögeln als Maria erscheint, auf seltsame Weise auf den Leim. Polo und Max versuchen, Freund Klopfenstein von einem neuen Filmprojekt mit Sex, Crime und Humor in Afrika zu überzeugen. Afrika, willkommen! Wer Afrika sagt, muss auch B-Frika. Ja, du bist ja schwach. Dieser plant aber einen antikapitalistischen Franziskanerfilm. Nach einem verknorksten Casting verschwindet Regisseur Klopfenstein. Ja, aber komm schon, die Inszenierung, das ist doch... Das ist eine Pfeife. Erst die Bilder von seiner am nächsten Tag gefundenen Videokamera klären die beiden Freunde über das schreckliche Ende des Autorenfilmes auf. So wird die Vogelpredigt noch um ein Found-Footage-Segment ergänzt. Ganz so, wie es seit der Fake-Dokumentation The Blair Witch Project von 1999 populär geworden ist. Am Ende ist Die Vogelpredigt ein kruder Mix aus Drehbuchentwurf, Traumsequenz, Castingauftritt, mystischem Erweckungserlebnis, haltlosen Behauptungen, Blues, etwas Hollywood-Glamour, Regieanweisungen und eine Schimpftirade gegen die Schweizer Filmförderungspolitik. Weißt du, es ist einfach das Elend, die Schweizer Filmschaffenden sind eigentlich ja alles Staatsbedienstete, verstehst du? Die können sich irgendwelche weltfremden Ideen da einfallen lassen, weil sie das zahlt bekommen, oder? Mit Ursula Andress gelingt Klopfenstein für Die Vogelpredigt ein denkwürdiger Besetzungscoup.
der so zunächst gar nicht geplant ist. Die Andres hat ihre Experimentalfilmweihe zwar bereits 1997 mit Matthew Bournys Creemaster 5 erhalten. Dass sie ausgerechnet in einem Film von Querkopf Klopfenstein auftritt, kommt überraschend. Schlagzeilen nämlich hat die Berner Sexgöttin zuvor nicht mit Kunst, sondern vor allem mit Skandalen neben der Filmerei gemacht. All die Kapriolen haben ihr Ansehen in der Schweiz kaum ramponieren können. Die Andres bleibt bis heute das Ursi National. Nachdem Andres 1962 in Hollywood als erstes Bond-Girl gleich ganz oben einsteigen kann, erarbeitet sie sich in den nächsten 10 Jahren mit Auftritten als Eyecatcher in Großproduktionen den Ruf einer exzentrischen Erotik-Ikone. Mit abnehmendem Ruhm ist sie sich auch für Auftritte in Billig-Italo-Softsex-Filmen nicht zu schade. Erst 1988 tritt Andres zum ersten Mal in einem Schweizer Film auf. Verkleidet als Serviertochter Agnes, nimmt sie in Klosse Zusammenkunft Rache an verbrecherischen Schulkollegen ihrer Mutter. Klosse Zusammenkunft markiert auch das erste Zusammentreffen von Ursi National mit Polo National. Die beiden treffen sich aber nicht leibhaftig, denn Polo Hoffer besingt in dem für den Film aufgenommenen Schlusssong Agnes lediglich und völlig zusammenhangslos die Qualitäten einer von ihm verehrten Serviertochter. Im Gegensatz zu Ursi National trägt Polo National seinen Titel völlig zurecht. Denn außerhalb der Schweiz bleibt Polo eine unbekannte Größe. Ganz ohne internationale Wirkung bleibt Polo National dennoch nicht. Bei einer Recherche der deutschen FAZ zur Berner Schulzeit des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un stößt der Journalist auf einen ehemaligen Lehrer des Megaschurken. Er bezeugt glaubwürdig, dass Kim Jong-un mit Freude auf Berndeutsch Alperose von Polo gesungen und auf seinem Bongo begleitet hat. 2018 feiert der Film Das Ächzen der Asche bei den Solothurner Filmtagen seine Premiere. Als Regisseur firmiert einmal mehr Clemens Klopfenstein. Und seine Hauptdarsteller sind wiederum Max Rüdlinger und Polo Hoffer. Es handelt sich bald um den dritten Teil der sogenannten Freundschaft-Trilogie. In die Schweizer Kinos kommt Das Ächzen allerdings erst nach dem 22. Juli 2017, dem Todestag von Polo Hoffer. Tatsächlich ist Polo National in Das Ächzen der Asche bis auf wenige Archivaufnahmen aus der Zeit von Die Vogelpredigt abwesend. Schluss vom Leben statt Alter und Tod. Ja, musst du das schon in der Mitte des Lebens pflegen, irgendwie daran denken. Dieser Umstand sowie die geisterhafte Atmosphäre lassen vermuten, dass das Werk als Reaktion auf den Tod des Freundes entstanden ist. In Wirklichkeit aber sind Klopfenstein, Max und Polo 12 Jahre nach der Vogelpredigt übereingekommen, diese filmische Wanderung mit einem dritten Teil abzuschließen. Führen soll die Lauferei diesmal in eine fremde Welt. Und wiederfinden sollen sich die beiden in einem Zwischenreich. Klopfenstein hat sich dazu eine neue Visualität ausgedacht. Will sein Umbrien diesmal in Schwarz-Weiß ins Negativ drehen. Sowas hatten bisher bloß Murnau in Nosferatu 1922 und Godard in Teilen von Alphaville 1965 gemacht. Klopfenstein, für den dieses Verfahren eine Rückkehr zu seinen Anfängen als Experimentalfilmer bedeutet, will einen ganzen Film in diesem Stil. Klopfenstein erzählt: Wir begannen mit heftigen Vorseancen übers Jenseits auf Polos Balkon am Thunersee, hatten es wohlgemut und fröhlich und bald machten Max und ich die ersten Aufnahmen in Umbrien. Polo sollte nachkommen. Und er kam nicht. Wir warteten, drehten anderes. Und plötzlich kam die Nachricht, er sei uns vorausgegangen. Er war gestorben. Es war ein Schock. So hatten wir es doch nicht gemeint. Er war zu früh gestartet. Jetzt hoffen wir, dass er in einem Zwischenreich auf uns wartet. Den Film haben wir anders fertiggestellt. Er wurde zum Requiem für Polo. Die Trilogie der Freundschaft ist damit zu Ende. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie über neue Videos benachrichtigt werden. Schweizer Filme
neu entdecken. Auf filmo.ch.